So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist wieder ein absolut schwachsinniges Video. Ja, ich mache gerne schwachsinnige Videos. Warum? Ich bin abgelenkt, hab was zu tun. Und einige von euch lieben ja die schwachsinnigen Videos und fragen sich ja immer, warum ich so viele Minifiguren von denen und denen habe. Wegen schwachsinnigen Videos. Warum kann ich diese schwachsinnigen Videos machen? Dank meiner Verwandten, Kollegen, Schwestern, Brüdern und alles Mögliche. Weil ich denen immer einen Gefallen tue, die schmeißen es immer zusammen und kaufen dann viele Magazine von Flohmärkte auf. Sind sie billiger. Letztes Mal haben sie mich ja geärgert. Die hatten ja zwei Tüten mitgebracht. Einmal Jurassic World. Der eine oder andere kennt das Video. Übertrieben viel. Und natürlich haben sie mir nochmal 20 Mal Lego Marvel Magazine mitgebracht. Fünfmal allerdings nur die Ausgabe Nummer 6 mit Captain America. Richtig coole Figur, kann man öfters gebrauchen. Und 15 Mal die Nummer 7, die brandneue und aktuelle mit Wollmaschinen, Kampfmaschine. Ja. Yeah. Sieht fast so aus wie Iron Man. Aber ist richtig cool. 15 Mal. Ist auch eine schöne, nette Figur. Obwohl die Figur noch mit aufklappbaren Helm wäre sie perfekt. Ihr kennt das Magazin schon, habe ich angeboxt. Mir gefallen die Waffen da hinten nicht. Aber jetzt kann man ja zweimal diese machen oder diese machen. Wie gesagt, 15 Mal habe ich es hier. Das brandneue und aktuelle Lego Marvel Magazin Nummer 7. 15 Mal, aber kommen wir erstmal zu 5 Mal. Die Ausgabe Nummer 6, die müsste es eigentlich auch noch in Handel geben. Da ist Captain America drauf. Ist richtig cool mit dem Schild. Passt natürlich perfekt. Aber nichtsdestotrotz bin ich dankbar, dass ich wieder so ein schwachsinniges Video machen kann und euch zeigen kann, es sind nicht nur Ninjago-Magazine, die ich so viele mache. Der ein oder andere weiß es. Letztes Mal schon mit Batman und so weiter. Ich habe sehr viele Magazine, kriege ich immer. Ich mache nicht von alles Videos. Ja, weil das sind einfach zu schwachsinnige. Aber ich mache sie jetzt neuerdings immer öfters, weil ich immer wieder gefragt werde, ah, wann kommen endlich mal wieder schwachsinnige Videos und. Und da heute auf jeden Fall hiernach noch ein super, super schwachsinniges Video kommt. Nämlich auch eine Figur, die ich absolut mag und Fan von bin. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt 5-mal Captain America wieder dabei. Cool. Ist nicht schlecht. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der Figur, die eigentlich richtig cool ist. Nämlich von das brandneue und aktuelle Lego Marvel Magazin Nummer 7 für 4,50 Euro eigentlich, aber bei diesem Kombolut, weil der damals auch schon die ganzen Jurassic World Magazine zusammen gekauft haben, gehe ich mal von aus, 1,50 maximal 2 Euro so ein Magazin mit Figur auf dem Flohmarkt oder Wochenmarkt, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber jetzt packe ich es aus. Was heißt, ich packe es aus? 15 Mal Wollmaschinen. Cool. Ich finde das richtig cool. Kann man sich sogar schon eine richtig coole Armee hinstellen. Hintergrund aller Schwarzen wäre richtig klasse. Und vorne einmal in Rot eine alte Figur von Iron Man, wo der Helm eben aufklappbar ist. Ich mag lieber die Helme, die aufklappbar sind. Könnt mir mal eure Meinung schreiben, wie ihr, sag ich mal, ja, die wollen überall sparen. Die haben jetzt nur noch diese Drucks drauf. Ganz zumachen und fertig. Aber so die alten Figuren mit den aufklappbaren Helmen, die sind schon richtig cool. Meine persönliche Meinung. Eure Meinung schreibt ihr natürlich in die Kommentare. Ja, und diese Figur hiervon würde ich euch jetzt gerne zeigen. Dafür müsste ich auch meine Lego-Vitrine nach vorne ziehen, also baue ich gleich eine nochmal zusammen. Ja.
Es ist eine coole Figur, kann man ruhig zwei, dreimal hier stehen und einmal in eine Kiste reinpacken. Die anderen Tütchen lasse ich natürlich immer meistens zu, weil die türmen sich ja auch schon die letzten Jahre. Kennt ihr ja meine ganzen Videos. Aber nichtsdestotrotz, schreibt immer auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das wieder findet mit der schwachsinnigen Videos. Und habt ihr euch vielleicht auch mehrfach ein Lego Marvel Comic gegönnt? Nicht so viel und so bekloppt wie ich. Es reicht zwei, dreimal irgendeine Figur. Captain America. Ihr wisst schon, habt ihr euch das gegönnt? Schreibt es mir in die Kommentare. Die meisten schreiben mir immer gern dabei, wenn so ein Ninjago-Figuren richtig cool sind. Inselbewohner, sage ich nur. Oder demnächst die Taucher. Werde ich natürlich auf jeden Fall schwachsinnige Videos machen. Ohne Ende, wie man so schön sagt. Aber. Ja, Holmaschinen. Eine Art. Richtig cool. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr denn habt. So, und ich weiß auch, dass morgen ist Sonntag, Flohmärkte wieder stattfinden. Ich glaube, Bochum, eine Uni oder ist das Gelsenkirchen? Uni muss ich nachher nochmal nachschauen. Dortmunder Uni ist, glaube ich, Flohmarkt. Ich glaube, ich werde auch mal wieder, ist ja Sonntag, man hat ja sonst nichts zu tun, mal über den Flohmarkt streifen. Vielleicht noch die ein oder andere alten Sets kaufen, Minifiguren oder Magazine oder Wundertüten. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ich natürlich wieder weiterhin schwachsinnige Videos mache. So, und hier ist es. Das 20. Lego Marvel Magazin. Ja, mit Wollmaschinen. 15 mal Wollmaschinen, 5 mal Captain America. Aber jetzt baue ich den nochmal zusammen. Ich suche mir jetzt die schlechteste Tüte mal raus. So, die hat jetzt einen super Knick. Öffne ich die nochmal. Und jetzt, weil ich ja die roten Steine, so viele von habe, ich habe natürlich auch noch eigene Steine davon, kann der ziemlich weit hochfliegen. Oder schweben. Oder, ihr wisst schon, was ich meine. Weil es ja immer nur ein Stein am Gegner. Nur hoch. So, dann war es erst. Zack, und dann den braunen Kopf. Das ist der ja hier. Der ein oder andere kennt natürlich von meinem Hauptvideo, wo ich das Magazin vorgestellt habe. Passt natürlich. Und das jetzt, wäre das jetzt noch ein Helm zum Aufklappen, wäre es doch wirklich richtig cool. Oder was meint ihr? So, jetzt muss ich mal eben doch mal wieder die Zeitschrift rausholen. Die Bauanleitung nehme ich. Ach so, das waren ja die Rollschuhe. Übereinander packen. Ja, genau. Einmal, zweimal, dreimal. Drei Rollschuhe nur. Die Rollschuhe einfach übereinander packen. Diese kleine Klemme hier. Kommt dann so hin. Und das war ja die Seite, die man haben konnte, die mir eigentlich einigermaßen gefallen hat, weil das grau ist und dann die schwarzen Räder der Holzschuhen sollten dann als Waffe sein. Seht ihr das? Aber die Hauptwaffe auf der anderen Seite, nein. Ja, die sieht so. Ich mach's da mal dran. Also ehrlich gesagt, mir gefällt sie nicht. Zum Abschießen ist ganz klar. Aber seht ihr es? Seht ihr jetzt den Unterschied, was ich meine? Da meine ich, die Seite sieht doch interessanter aus. Wie mit der Hauptwaffe. Okay, der eine oder andere mag das vielleicht. Ich mag das hier lieber. Ich kann es natürlich jetzt immer bei einigen Figuren doppelt bauen. Aber
Da gibt es ja noch andere Waffen, die man machen kann. So sieht sie natürlich auch schon genial aus mit dem Druck und sowas alles. Und jetzt, weil ich ja immer mehr rote Steine habe, zack, kann sie natürlich jetzt höher schweben oder höher stehen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Was haltet ihr von meiner schwachsinnigen Videoreihe? Auch wenn ihr dagegen seid, ich mache auf jeden Fall immer weiter mit meinen schwachsinnigen Videos. Besonders gleich kommt noch ein riesen, 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 riesen schwachsinniges Video. Aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich irgendetwas von Lego, Marvel Sets unter dem Video verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.